Mr. Chavanas hat gesehen, wie Trevor einen Stein in sein Fenster geworfen hat. Mr. Chavanas musste dann wegen einer Schnittverletzung ärztlich behandelt werden. Später jedoch identifizierte er Trevor, als der von der Polizei gestellt und festgenommen wurde. Trevor wurde um 21.45 Uhr auf der Polizeiwache Redmond Street vernommen. Auf die Frage, was er dazu zu sagen hätte, gab er keine Antwort. Haben Sie noch Fragen zu dem Protokoll, Mr. Wyman? Keine Fragen. Danke. Haben Sie sich klargemacht, dass Sie Mr. Chavanas so schwer verletzt haben, dass er behandelt werden musste? Ja. Stehen Sie auf. Sie legen es wohl nicht gerade auf ein mildes Urteil an, oder? Nein. Sie haben fortgesetzt die Schule geschwänzt und völlig versagt. Sie haben schon mehrfach wegen unentschuldigten Fehlens vor Gericht gestanden. Sie wurden wegen Kraftfahrzeug- und Ladendiebstahls und wegen Gewalttätigkeit verurteilt. Und trotz Ihres Versprechens vor Gericht haben Sie sich nicht bemüht, einen Arbeitsplatz zu finden. Jetzt stehen Sie schon wieder wegen Diebstahls vor Gericht. Sie haben einen pakistanischen Gastarbeiter angegriffen und sein Eigentum durch Steinwurf beschädigt. Es ist eine lange und deprimierende Liste. Schämen Sie sich eigentlich nicht? Nein. Ich fahre jetzt mit dir zur Rupa Street, ins Jugendwohn- und Beobachtungszentrum. Wohnheim heißt es, weil du jetzt dort leben und wohnen wirst. Du wirst wahrscheinlich ungefähr 6 bis 7 Wochen in der Rupa Street bleiben müssen. In der Regel bedeutet das, dass du mindestens 6 Monate dort sein wirst. In dieser Zeit werden einige Fachleute, Psychiater, Psychologen, Gruppenleiter und Fürsorger beschließen, was mit dir geschehen soll. Deshalb heißt es Beobachtungsheim. Danach stellt man dich nochmals vor Gericht wegen des Kassettendiebstahls bei Harrods. Dort wird ein psychologisches Gutachten vorliegen und dann wirst du zum Tode verurteilt. Hast du kapiert? Was kriege ich für die Kassetten? Du hörst überhaupt nicht zu. Ihr seid wirklich alle gleich. Heute ging's um den Backstein im Fenster des Pakistani. Die bei Gericht haben gepennt. Du musst nochmal hin wegen der Kassetten bei Harrods. Dann werden sie beschließen, was sie mit dir machen. Du bist wohl schlecht drauf, Harry. Glaubst du, dass sowas läuft? Was? Was? Das Clown bei Harrods. Wieso nicht? Waren da viele Skinheads, als du da warst? Es war voller Kanaka. Und wie viele Skinheads außer dir haben da groß eingekauft? Es war voller Kanaka, warum ich nicht? Hey, Wichser! Du hast gehört, was er gesagt hat. Deine letzte Chance. Wenn sie dich noch einmal schnappen, lochen sie dich ein. Scheiß drauf, dann trete ich die Tür ein. Lohnt sich nicht, Trevor. Die sperren dich ein. Mich einlochen, nur weil ich keinen Job finde? Nein, du wirst schon sehen. Bleibst du weiterhin mein Sozialarbeiter, Harry? Ja, ich fürchte schon. Die nächsten 2 Wochen habe ich frei. Also reiß dich zusammen. Was heißt frei? Keine Arbeit. Du machst Ferien, Harry? Ganz recht. Wo? Kaufen. Wo ist das? Schon gut. Bleib sauber, bis ich wiederkomme. Put me in your filing cabinet, Harry. I can spend the next 2 weeks reading all the covers you write about me. Bitte, das ist Trevor. Hallo, Trevor. Harry. Ja, was kann ich für dich tun, Harry? Ich bringe Trevor. Das ist Trevor? Ja, richtig. Seine Akte wird später vorbeigebracht. Das ist ein Missverständnis, Harry. Soll Trevor hier aufgenommen werden? Wir kommen direkt vom Gericht. Davon weiß ich aber nichts. Er wurde telefonisch angerufen. Wann? Vor 4 oder 5 Tagen. Ach ja, wartet hier. Woher wusstest du schon vor 5 Tagen, dass ich komme? Wusste ich nicht. Heute Morgen stand ich erst vor Gericht. Das übliche Verfahren. Komm bitte mit Harry und du auch, Trevor. Wollen wir mal sehen, wie wir das klären. Komm schon, Glatzkopf. Wir finden einen Platz für dich und wenn wir dafür zahlen müssen. Harry, Trevor ist also telefonisch angemeldet worden. Richtig. Hallo, Peter Clive. Piep, 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 piep. Hallo, Peter Clive. Terry? Ja, ja, sie ist noch hier. Nein, nichts geplant. Bleibst du 2 Sekunden dran, Terry? Ja, gut. Harry, deine Anmeldung ist nicht eingetragen. Ein Terry wird nicht erwartet. Trevor? Oh, Trevor.
Das macht die Angelegenheit ziemlich schwierig für uns. Unmöglich sozusagen. Ja. Lass dich nicht unterkriegen. Mir fällt ein, ich habe die Einweisung bei Gericht vergessen. Keine Aufnahme ohne Einweisung. Wann kann ich zur Jobvermittlung Bitte? Gehen? Wo ist die überhaupt? Augenblick. Terry, kann ich zurückrufen? Was denn? Nein, das sind hier alles Wichser, Harry. Ich arbeite lieber, als hier rumzuhängen. Also, Peter, was machen wir nun mit Trevor? Soll er sich aufhängen lassen und wir machen den Rest unter uns aus? Na gut. Ich nehme dich auf und überlasse dich jemand anderem, wenn es dir recht ist. Oder brauchst du mich zum Händchen halten? Ich will möglichst schnell zu dieser Jobvermittlung, Harry. Okay, Trevor, kommst du jetzt mit? Bin gleich wieder da, Harry. Reiß dich zusammen, bleib sauber. Fick dich selbst. Was willst du in der Jobvermittlung, Trevor? Der Richter meint, ich soll mir so einen scheiß Job suchen. Ich bin Peter Klein. Einer der beiden stellvertretenden Leiter. Ich bring dich zu deinem Jugendpfleger oder zu den Hauseltern. Wenn wir sie finden, du wirst viele davon kennenlernen. Sie füllen deine Formulare aus, organisieren ein Zimmer, wenn wir erstmal alles geklärt haben. Wir haben hier so Sachen wie Fahrradwerkstätten. Interessiert dich das? Freizeitgruppen, Betriebsausflüge. Ja, aber wir müssen uns noch über deinen Vertrag unterhalten. Dieses Bett will ich nicht. Es ist mir zu nah am Fenster und da zieht's. Ich will das hier. Das ist mein Bild. Das sehe ich. Du hast ein Hakenkreuz in der Stirn. Das weiß ich selbst. Ich verkaufe es dir. Was soll die Nerverei mit dem Vertrag? Peter Kleif verlangt es. Der lässt jeden Vertrag unterschreiben. Der ist doch ein Wichser. Ach, das ist ein Arsch. Er verlangt gutes Benehmen, dass man pünktlich zur Schule geht und so. Das musst du aufschreiben und dann unterzeichnen. Welche Schule? Ich gehe noch auf meine alte Schule. Ich habe Bewährung, deshalb gehe ich weiterhin. Und warum heute nicht? Ich habe eine Entzündung im Ohr. Und nächste Woche ist meine Fallbesprechung. Vielleicht komme ich dann hier raus. Das sind alles Wichser. Wer? Die Typen hier. Was ist das? Das weißt du nicht? Nein. Hier, du kannst dieses Bett haben, wenn du willst. Nein, danke. Ich nehme das hier. Das ist nur Busgeld. Ganz richtig. Und was ist mit dem Taschengeld? Du bist gerade erst angekommen. Darüber wird noch entschieden. Ich weiß nicht, wie viel du kriegen sollst. Genauso viel wie alle anderen. Du hast noch Schadensersatz zu zahlen, oder? Für das zerschlagene Fenster. Ich brauche aber Taschengeld. Wozu denn? Für den Weg zur Jobvermittlung und zurück brauchst du doch kein Taschengeld. Du fährst direkt hin und kommst gleich wieder zurück. Was ist, wenn ich bis zum Essen noch nicht wieder hier bin? Das dauert nicht so lange. Wenn's nach mir ginge, dürftest du überhaupt nicht gehen. Und was ist, wenn ich mich vorstellen muss? Hier ist ein Pfund extra. Wird vom Taschengeld abgezogen. Was liegt an? Steig ein. Kennst du das? Patex-Verdünner.
Bleib hier. Hey, was steht denn hier? Supermarkt, 23,55 pro Woche. Das sind 50 Pence die Stunde. Scheiß Job. Ja. Die Zettel darf man aber nicht abnehmen. Bist du Zimmermann? Französisch und Spanischkenntnisse erwünscht, aber keine Bedingungen. Naja, um den Job zu kriegen, musst du bestimmt erstmal einen runterholen. Ja, bestimmt. Hey du, was steht denn hier? MW, 9:30 bis 6:30, junger Mitarbeiter für allgemeine Lagerarbeiten. Fremdsprachenkenntnisse fließend Punjabi und Urdu. Sprichst du Urdu? Nein. Dann bist du ziemlich angeschissen. Hier. Holzfurnier, Wandverkleidung. Charakterfester Bewerber muss lesen können. Herkunft aus geordneten häuslichen Familienverhältnissen. Keine Vorstrafen. Schulische Leistungen werden überprüft. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann, aber wir können es ja mal versuchen. Haben Sie einen Job für mich? Ja, aber du musst warten und dich anstellen. Kriege ich einen Job oder nicht? Ja, aber du darfst dich nicht vordrängeln. Und außerdem darfst du nicht die Zettel von der Wand entfernen. Hängst du sie mir zuliebe wieder hin? Tierischer Fummelkram, hä? Wenn du dich etwas geduldest, lässt sich vielleicht was finden. Gibt's nichts Sinnvolles zu tun, solange ich auf den Job warte? Ich habe mittlere Reife, Abitur und spreche fließend Punjabi und Chapati. Also warte gefälligst. Ich komme morgen wieder. Bis morgen. Wohl kaum. Sind wir hier? Woher hast du die alle? Vom Schrottplatz. Was ist das? Automatisches Locheisen. Noch nie eins gesehen? Nein. T-Schraubenzieher? Wofür ist der? Ich zeig's dir. Nimm die Schlüssel. Bring sie in das Heim. Heimlich. Steck sie in den Arsch, aber verlier sie nicht. Wenn sie uns kriegen, weg damit. Aber die neuen Autos, die haben Schlösser, Sicherheitsschlösser.
Wie willst du die aufkriegen, wenn du keine passenden Schlüssel hast? Welchen willst du? Den hier. Schnauze. Willst du die Schlüssel? Nein. Oh, ist ja astrein, Mensch. Los, steig aus. Steig aus. Warum? Ich war bei der Jobvermittlung und zwar mit dem Bus. Wenn wir zusammen zurückkommen, kriegen sie uns am Arsch mit den Schlüsseln. Also wirst du laufen. Ich besuche ein paar Typen. Trevor! Bring's zurück. Was? Das Auto, Trevor, bring's zurück! Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich bin noch nicht bescheuert. Ich hab dich gesehen. Du hast das Auto geknackt, also bring's zurück. Ich hab kein Auto geknackt. Ich hab gesehen, wie du ausgestiegen bist. Ich bin noch nicht blind oder bescheuert, also bring es zurück. Los, verschwinde! Es zurückbringen? Bitte, ich bring's weg. Gut. Aber tu endlich was. Ihr wisst das schon seit 2 Wochen. Ich hab E-Mails gefahren. Und ich war schon mal auf dem Feld. Lass uns das Zeug einladen. Los, komm. Wollt ihr mich kommen und es ansehen? Wieso soll ich mir so ein blödes Schild ansehen? Ich war sogar schon mal auf dem Luftboot. Ich hab keinen Schiss vor so einem Fragen. Ist doch klar. Der hat aber gesagt, er meint, ich hab Schiss. Stimmt doch gar nicht. Ich hab gesagt, wenn du so nervös bist, solltest du nicht mitkommen und es dir ansehen. Trevor? Ich will aber nicht. Es ist nur für 2-3 Tage. Komm mal bitte her. Fahrt doch. Ich wünsche euch viel Spaß. Wo hast du es abgestellt? Was? Das verdammte Auto, Trevor, das Auto. Hab's der Kirche gespendet. Die verschiffen damit Kaffern nach Zulu. Wo ist es? Polizeiparkplatz Broadway Lane. Wann gibt's Essen? Warum hast du es geklaut? Um pünktlich beim Essen zu sein. Du hast doch Geld gekriegt für den Bus. Davon habe ich ein Auto gekauft. Das war nicht gerade sehr schlau. Wann krieg ich mein Essen? Gar nicht. Zu spät, du hast es verpasst. Wie bitte? Nächstes Mal bringe ich dich vor Gericht, ehe du dich versiehst. Super. Das ist deine letzte Chance. Raus jetzt! Hast du gegessen? Ja. Ich nicht. Hey. Hey, ich will mein Essen. Hey! Ich will mein Essen! Ja.
Ich darf doch bitten. Es gibt kein Mittagessen mehr. Du weißt, dass es jetzt kein Essen mehr gibt. Um 3 Uhr nachmittags gibt es hier nichts mehr. Der da drin ist noch was. Der Speisesaal ist geschlossen. Doch, dich erwisch ich! Oh. Oh. Ah. Lass mich durch, ich hab die Schuss. Geh schon. Okay, bring ihn rein. Wichser. Das wollen wir erstmal abwischen. Hohe Tiere. Danke, Peter. Na, wenigstens kannst du schreiben. Harry Parker, dein Sozialarbeiter, den ich sehr gut kenne, hält dich für intelligent. Meint, es lohnt sich, wenn man sich um dich kümmert. Ich an ihrer Stelle würde das nicht tun. Gib nicht so an und sei nicht so vorlaut. Wir haben unsere Zeit nicht gestohlen. Es gibt genug andere Typen, um die wir uns kümmern könnten. Wenn du dich aufspielen willst wie ein Wahnsinniger, dann bringen wir dich hinter Schloss und Riegel zu den anderen Idioten in Hedgemere House, in ein geschlossenes Heim und erstellen das Gutachten dort. Wenn du hierbleiben willst, dann musst du dich anpassen, nur damit das ich klar ist. Ich werde mich Augenblick. Nicht... Du wirst dich anpassen und mit uns zusammenarbeiten. Das dürfte doch nicht so schwer sein. Wir sind ganz vernünftige Leute. Unterschreiben tue ich hier nichts. Also dann überlegen wir mal, ja? Gehen wir davon aus, dass du intelligent bist. Mr. Parker sagt, du bist ein schlauer Junge und ich respektiere seine Meinung. Deshalb habe ich ein besonderes Interesse an dir. Persönlich. Von Mensch zu Mensch. Ich möchte, dass du mir beweist, dass du all die Zeit und die Mühe wert bist, die wir in dich investieren. Das kann deine letzte Chance sein. Eine weitere kriegst du nicht. Ist das klar? Ja, geil. Dann wollen wir mal sehen, was das Leben für dich bereithält. Ein kleiner Rückblick in deine Vergangenheit wird zeigen, wie schlau du bisher gewesen bist. Zum Auftakt hast du gerade vor Gericht gestanden. Wann? Donnerstag, gestern. Erst gestern? Hast du nicht schon mal vor Gericht gestanden? Stimmt's? Stimmt. Immer noch clever, immer noch vorlaut. Also, was war das Wichtigste in deinem Leben, bevor du vor Gericht gestanden hast? Kannst du so weit zurückdenken, ja? Mit dem Zuhause fing es an, also mit dem Elternhaus. Das sind deine Mutter, dein Vater und der Rest. Wie alle Mütter und Väter verlangen sie von dir etwas ganz Normales. Geh in die Schule. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Du bist klug, helle und alle wollen, dass du Erfolg hast. Niemand will einen Versager am Hals haben. Also mach die richtigen Abschlüsse, damit du vorankommst im Leben. Aber du wolltest nicht zur Schule gehen. Du wusstest es besser. Also bist du abgehauen durch das Tor, über den Zaun. Und deine Lehrer haben sich Sorgen gemacht, denn sie wollten dir helfen. Sie wollten nicht, dass du sitzen bleibst. Deshalb haben sie deine Eltern besucht. Mein Lehrer war nie bei mir zu Hause. Völlig egal. Sie haben mit deinen Eltern geredet und dir geraten, deinen Arsch wieder in die Schule zu bequemen, denn sie wussten, dass du hingehen musst, aber du wolltest ja nicht hören. Durch das Tor über den Zaun. Und bevor du gewusst hast, was los war, bekamen deine Eltern Besuch vom Sozialarbeiter der Schülerhilfe. Die haben dich doch besucht, oder? Ja. Zu Recht. Weil die Schülerhilfe dafür sorgen soll, dass du zur Schule gehst. Und wenn du es nicht tust, geben sie der Behörde einen Wink. Und das bedeutet Ärger. An diesem Punkt kommen die Kinder meist zur Vernunft. Sie reißen sich zusammen, gehen wieder zur Schule. Sie gehorchen. Aber du hast nie gehorcht. Die Schülerhilfe kommt 4, 5, 6 oder sogar 7 Mal und versucht zu helfen, das Problem zu lösen. Das kostet viel Zeit und viel Geld. Und das alles nur, weil du nicht zur Schule gehen willst. Die Schülerhilfe hat die Nase voll. Also schicken sie deinen Eltern einen Brief
und drohen, dich vor Gericht zu stellen wegen Schuleschwänzens. Aber das nützt nichts, überhaupt nichts. Du bekommst eine Vorladung und du stehst zum allerersten Mal vor Gericht. Dein Debüt. Der erste Versuch. Man gibt dir eine Bewährungszeit in der Schule, um zu sehen, ob das was nützt. 21 Tage lang sollst du regelmäßig die Schule besuchen. Aber du schaffst es nicht mal 4 oder 5 Tage und stehst wieder vor Gericht. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Chancen. 6 Chancen, dich zusammenzureißen, deinen Arsch in die Schule zu bequemen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal verpatzt du alles. Habe ich nicht recht? Ja. Aber du bist ja nicht nur abgehauen, nicht wahr? Sondern musstest ja auch mit der vielen Freizeit etwas anfangen. Also hast du ein bisschen geklappt. Die ersten 2, 3 Male wirst du erwischt. Man schleppt dich auf die Wache und ein Polizist bläst dir den Marsch. Er schreit dich an. Dann gibt's eine Verwarnung. Und ein Hauptwachmeister in voller Uniform schreit dich an. Aber das nutzt genauso wenig, weil du unzugänglich bist für jede Form von Vernunft. Du klaust weiter und gehst allen Leuten damit verdammt auf den Geist. Während du in der Schule sein und was lernen solltest. Aber du inszenierst Einbrüche, Laden und Kfz-Diebstähle und unternimmst Spritztouren mit den gestohlenen Wagen. Und wieder stehst du vor Gericht. Jetzt kennen sie dich schon. Also kriegst du eine Geldstrafe und bekommst Freizeitarrest. Darfst am Samstag nicht auf die Straße, musst Fußböden schrubben für einen verdammten Polizisten, anstatt zusehen zu können, wie deine Fußballmannschaft verliert. Die Laienrichter wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Und das sind alles Gemüsehändler und Ladenbesitzer. Deshalb schicken sie dich zu uns. Zur Beobachtung. Nun, was sollen wir mit dir machen? Wir könnten dich nach Hause schicken. Wohin? Aber die wollen dich ja nicht haben. Wie sollen wir dich wieder loswerden? Pflegeeltern? Läuft nicht. Jugendheim? Ein Witz. Erziehungsheim, Jugendarrest, Fürsorge. Vielleicht wäre das für dich was gewesen, das Jugendheim mit Erziehungsmaßnahmen. Eine Herausforderung für deinen Intellekt, der so brillant ist, und für deinen Gemeinschaftssinn. Das Erziehungsheim gilt ja als anerkannte Schule. Da wirst du sowas wie König der Mafia. Lauter leck mich am Arsch Karrieren für ambitionierte 15-Jährige. Aber du bist schon älter. So ein Pech. Bleibt nicht viel übrig, dich wieder hinzukriegen. Ein kurzer, heftiger Schock in der Jugendarrestanstalt oder die Fürsorge. Zweierlei musst du auf alle Fälle lernen. Im Arrest oder bei der Fürsorge. Erstens Disziplin. Zweitens Respekt vor der Autorität. Da du das lernen musst, kannst du es auch gleich tun. Dies ist ein ehrliches Angebot zur Zusammenarbeit, Trevor. Und nur zu deinem Vorteil. 7 von 10, die aus dem Jugendarrest entlassen werden und 8 von 10 aus Fürsorgeheimen werden wieder straffällig. Und das innerhalb von 2 Jahren. Also, dann stehst du da, frisch von der Fürsorge. Was wird man als erstes brauchen, Peter? Einen Job. Einen Job. Peter, wie viele Arbeitslose gibt es im Augenblick? Millionen. Ganz richtig. Welche Chance hast du wohl mit deinen Pickeln und Vorstrafen einen Job zu kriegen gegen die Jungs mit Abitur, mittlerer Reife und vernünftigem Haarschnitt? Etwa 0. Ziemlich optimistisch. Also keinen Job. Was machst du? Stempeln gehen. Sozialhilfe. Und was bringt dir das ein? Eine Wohnung, was zu essen, ein bisschen Spaß. Das war's schon. Pleite. Keinen Job, keine Perspektive, kein Geld. Was tust du also? Du klaust und kommst vor Gericht. Und alles, weil du dich verdammt blöd benommen hast, als du auf der Schule warst und Süßigkeiten am Kiosk geklaut hast. Die haben das alles mit dir versucht und gemerkt, dass es nichts bringt. Nicht bei dir. Was bleibt also? Mit dem Knast ist der Zug abgefahren und du kommst nicht mehr raus. Gefängnis, eingesperrt wie die Tiere. Kein Job, keine Perspektive. Sozialhilfe, kein Geld. Diebstahl, keine Chancen. Gefängnis, wie die Tiere. Das ist ein ewiger Kreislauf. Naja, das sind deine Aussichten. Du hast sie dir eingebrockt. Du hast dir das alles selbst zuzuschreiben. Bevor du wieder eine Tür eintrittst oder wieder einem Koch in die Eier trittst, bevor du irgendwas tust, denk nach. Vielleicht ist das deine letzte Chance. Also beruhige dich, wir reden am Montag weiter.
Klingt doch gut. Wann fange ich an? Es muss ja nicht so laufen, Trevor. Es gibt Alternativen, viel bessere Möglichkeiten. Ihr seid alle gleich, immer mit euren Vornamen. Na, wie gefällt dir das, Trevor? Tut so, als ob ihr mich kennen würdet. Ich weiß einiges über dich, Trevor. Trevor? Du bist intelligent. In den Akten steht, du könntest es schaffen. Klingt so, als wollten sie mir was schenken. Das war nicht so gemeint, wie du das auffasst. Na, wie wollt ihr mich denn haben? Krank im Hirn? Wäre euch das vielleicht recht? Trevor. Trevor? Du spielst dich ja wieder ganz schön auf, seitdem der Leiter weg ist. Schwachkopf. Wenn du willst, kommst du hier sofort raus. Wohin? Aber du musst dich verantwortungsbewusst verhalten. Erwachsen? Keine Gewalttätigkeiten, ja? Und dann benutzt doch einfach mal deinen Kopf, den du so schön geschoren hast. Schwachkopf! Verpisst euch, ihr seid ein abgefucktes Pack, ich hasse euch! Ich kenn dich nicht richtig, Trevor, und du kennst mich nicht, also wie kannst du mich hassen? Weil ihr mich hier einlocht. Was hast du dir selbst eingebrockt? Trevor, hör doch mal zu. Du trittst hier die Türen ein, schlägst alles zusammen. Ich bin Engländer. Und? Ihr wisst doch, was das heißt, oder? Ich glaube schon, ja. Seid ihr stolz, Briten zu sein? Was meinst du damit, Trevor? Das wisst ihr nicht, ich bin stolz. Ich denke darüber ganz anders als du, Trevor. Das ist nur so, weil ihr die ganze Zeit hier verbringt mit all diesen Niggern. Oh, ach so, ein britischer Patriot, rechts zwei, drei. Ich bin ein besserer Brite als ihr, Scheiße. Ihr hasst die Schwarzen genauso wie ich, aber ihr gebt's nicht zu. Ihr hasst sie sogar noch mehr als ich, weil sie euch Angst machen. Deshalb knastet ihr sie ein. Sieh dich vor. Ihr locht doch alles ein, was euch Angst Trevor. Einjagt. Was mir Angst einjagt, Trevor, sind die Leute, die Kindern solche kranken Ideen in den Kopf setzen. Trevor, du bist nicht im Gefängnis. Dies ist kein Gefängnis. Hier läuft's genau wie in der Schule. Tu, was wir sagen. Denk, was wir sagen. Sag, was wir sagen. Quatsch wie ein verdammter Papagei. Ich hasse euch, weil ihr mich hier einlocht. Ihr seid Arschficker. Die eigenen Eier soll ich fressen, nur weil ihr eure Eier gefressen habt. Die blöden Nigger hier sind total beschränkt und ohne Hirn, das wisst ihr. Gebt's doch zu. Mal ehrlich, in der Schule musste ich zusehen, wie die Kanaker mit den Fingern zusammenzählen. Das ist doch blöd. Alle weißen Kinder wurden dadurch aufgehalten. Ich verstehe. Und deshalb verschwendest du deine Zeit damit, dem Küchenchef in die Eier zu treten. Alles die Schuld der Schwarzen. Pakistanis können noch nicht mal vernünftig Englisch. Dann schick sie doch zurück. Jetzt reicht's aber. Das wäre nur eine freundliche Geste. Deshalb schmeißt du auch dem Mister, wie heißt er, noch einen Stein ins Fenster? Jeder Pakistani kriegt einen Stein ins Fenster. Und Scheiße und Pisse und Benzin, das werdet ihr schon sehen. Du bist wohl auch noch stolz drauf. Ich ängstige mich doch nicht mein Leben lang, ob so mickrige Scheißer wie ihr jeden Furz, den ich lasse, in meine Akten schreiben. Deine Fallbesprechung steht bevor. Reiß dich zusammen, Schwachsinn. Ich sage, was ich will. Wenn ihr über mein Leben entscheiden wollt, dann tut das. Aber es hat null mit mir zu tun. Ich hasse euch, weil ihr mich hier einlocht. Das wird euch nochmal verdammt leid tun. Trevor, wir haben dich nicht hergebracht. Du warst das. Eingebrockt hast du dir das. Wir wollen dich hier rausholen. Wo raus denn? Aus diesem Raum, aus diesem Bau, wieder zurück in die Welt. Eure verfluchte Welt könnt ihr behalten. Steckt sie euch in den Arsch. Keinen Bock darauf. Und Peter, lass uns einen trinken gehen. Was ist? Könnt ihr keine ehrliche Meinung vertragen? Also, dass die Ehrlichkeit deine starke Seite ist, darauf wäre ich niemals gekommen. Moment, darf ich mal was sagen? Trevor, nur eine Zwischenbemerkung. Lasst uns ruhig bleiben. Das war ein schlechter Anfang. Das muss aber nicht heißen, dass es so weiterlaufen soll. Du musst eins bedenken. Diese Situation ist nur vorübergehend. Du kommst hier sofort raus, wenn du willst, denn du bist hier nur zur Beobachtung. Das heißt, wir möchten dir helfen, selbst zurechtzukommen. Es muss ja nicht so schlecht laufen. Es gibt Alternativen. Wenn es gut läuft, kannst du früher gehen. In 3 oder 4 Wochen. Es gibt Jugendprojekte. Du kannst reisen. Eine Lehre machen im Internat, einen Beruf wählen, lernen. Es gibt viele Möglichkeiten. So muss es nicht ausgehen. Und solange du hier bist, kriegst du Taschengeld. Wenn du was Neues zum Anziehen brauchst, bekommst du es. Es werden Ausflüge organisiert. Meine Güte, es ist wirklich nicht so schlimm, wie du meinst. Voraussetzung ist allerdings, dass wir gut miteinander auskommen. Warum hatten Sie auf die Uhr gesehen? Ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Was war's denn sonst? Haben Sie die Haare auf Ihrem Arm gezählt? Du kannst unheimlich viel Spaß haben, Trevor. Ausreiten, Motocrossrennen, Kanufahren, 1000-mal besser als hier herumzuhängen. Wie steht's mit Ficken? Oh ja, dafür haben wir einen Herrn. Er kommt jeden Donnerstag und bringt bestimmte Leute damit wieder zur Vernunft. Und Sie sind auch einer von denen? Peter, bitte. Also, Trevor, konzentrieren wir uns lieber darauf, wie du hier herauskommst. Alles andere sehen wir morgen. Ich unterschreibe jedenfalls keinen Vertrag. Dann vergiss den Vertrag. Vergiss ihn einfach. Er zielt auf Zusammenarbeit ab. Und nur darauf kommt's an. Wir müssen zusammenarbeiten. Denn ich sage dir, wenn wir uns nicht bald irgendwas überlegen, dann ist dieser gottverdammte Schlamassel der einzige Ausweg. Dann können wir dir nicht mehr helfen. Geil. Und du wirst früher oder später der totale Versager. Dann war alles umsonst. Mann, ich bin super, ein Wahnsinnstyp. Und warum hängst du dann hier rum, Trevor? Es gibt hier einige Leute, die eine Antwort darauf haben möchten. Und meiner Meinung nach sieht's für dich nicht so gut aus. Ich bin genau am richtigen Ort und zur richtigen Zeit, Mann.
Wenn ihr wirklich so total ahnungslos und blind seid, dann kann man euch auch nicht helfen. Ihr werdet an einen Bus gestellt, mit Benzin übergossen und erschossen. Fantastisch. Ihr alle, denn ihr habt völlig versagt. Ich bin überhaupt kein Problem, weder für euch Wichser noch für mich und diesen Bericht. Schreibt den doch, locht mich ein, scheiß der Hund drauf. Also ich weiß nicht, Trevor. Ich weiß es wirklich nicht, was wir noch tun sollen. Mit wem? Mit dir, Trevor. Und was ist mit euch, verdammt nochmal? Was machen wir mit euch? Verdammte Scheiße. Wenn ihr nicht solche Schlappschwänze wärt, würdet ihr die Schweine abstechen, die so einen Scheiß verzapfen. Alles Wichser! Genauso wie die Lehrer in der Schule. Alles verfluchte Wichser! Hast du in der Schule irgendwas gelernt? Ja, der Beste zu werden, sonst kann man sie vergessen. Mir nicht? Alles, was sie dir dabei bringen, ist Unsinn. Ach, wirklich? Die stopfen dir da Scheiße ins Gehirn, die null mit dir selbst zu tun hat. Und weiter hast du nichts gelernt in der Schule? Arbeite hart. Tu was. Such dir einen Job, andernfalls taugst du nichts. Bist eine Null. Das habe ich gelernt. Alles nur Blödsinn. Lügen. Wir sind verdammt großartig. Und ihr könnt uns den Buckel runterrutschen, denn wir hassen euch. Ihr könnt mich einlochen, aber ich werde euch trotzdem weiter hassen. Euch immer abgrundtief hassen. Klingt doch gut, oder? Die Wahrheit könnt ihr nicht gut ab, was? Oh, das klingt aber nicht besonders wahrhaftig oder ehrlich. Nein, im Lügen bist du der Größte. Du klaust doch so gerne, ist das etwa besonders ehrlich? Vielleicht wäre die Schule gar nicht so schlimm, wenn Leute wie du mit gutem Beispiel vorangingen und ehrlich wären. Glaubt ihr wirklich, Ehrlichkeit besteht darin, einem Pakistani keine Süßigkeiten zu klauen? Ist das besonders ehrlich? Ja, das ist es. Soll ich euch mal ehrlich meine ehrliche Meinung sagen? Ja, bitte. Meine ehrliche Meinung ist, dass ich nicht ehrlich und friedlich bleiben kann, wenn ihr mich einlocht in diesem Scheißhaus. Oder einem anderen Scheißhaus. Also, ob mit oder ohne Vertrag, zustimmen werde ich dir nie. Nun, ist das ehrlich genug? Ja, aber wohin führt uns das, Trevor? Jedenfalls nicht aus diesem verdammten Zimmer. Na, seht ihr? Ihr könnt's nicht ab. Genau wie in der Schule, da passierte immer dasselbe. Wenn ich null Bock hatte auf Unterricht, sondern rauchen wollte, wenn ich dem Lehrer dann gesagt habe, verpiss dich, du blöder Wichser. Oder ich schlag dir die Zähne ein. Dann wollte er das nicht schnallen. Die wollten gar nicht, dass ich ehrlich bin. Deshalb gibt's auch keinen Unterricht in Ehrlichkeit. Von 9 bis 10 Ehrlichkeit. Weil sie nicht wollen, dass die Kinder ehrlich sagen, was sie denken und fühlen. Wenn es solche Stunden gäbe, dann würden sie die Kontrolle verlieren. Dann könnten sie einem auch nicht einfach eine scheuern. Und ihr wollt nur, dass ich ehrlich bin, wenn ihr mich auf die Wache schleppt. Das ist ein ehrlicher Polizist. Und wenn ich das Formular ausfülle, betrüg nicht. Sei ehrlich. Du darfst kein Messer tragen, musst dich vornüberbeugen, durchsuchen und eine Akte über dich anlegen lassen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich ja nichts zu befürchten, nicht wahr? Ihr beschützt mich doch vor diesem unehrlichen Pack, oder nicht? Und was steht in diesen Aufzeichnungen? Was wird dann vor Gericht verlesen? Was diese Wichser über mich in der Schule gesagt haben. Alles im Polizeicomputer und das ist Bullshit. Es geht doch nicht um Ehrlichkeit, sondern darum, dass man sich an die Regeln zu halten hat. Und die ehrlichen Mitbürger da draußen, die halten sich an die Regeln, obwohl sie lügen und betrügen, dass sich die Balken biegen. Sie halten sich aber für ehrlich, weil sie ewig den Scheiß schlucken, den man ihnen vorsetzt. Aber mich verarscht ihr nicht. Deshalb könnt ihr euch euren Scheißvertrag auch selbst in den Arsch stecken, denn er ist nicht ehrlich. Ich soll mich unterordnen? Ihr wollt mich wieder eingliedern? Versucht's doch. Na los. Doch versucht nicht abzulenken. Und wenn ihr Bock drauf habt, tretet mir in die Eier. Denn ich würde dasselbe tun, wenn ich Lust dazu hätte. Und jetzt verpisst euch gefälligst! Eine gute Nacht wünsche ich dir noch. Das war's, Peter. Ich gehe. Augenblick. Augenblick noch, Barry! Lass ihn doch. Das ist ein Arsch. Ein Psychopath. Schick ihn doch einfach in ein geschlossenes Heim. Dann kann sich jemand anders um ihn kümmern. Zu Harry Parker. Der hat ihn uns eingebrockt. Der kriegt ihn auch zurück. Er hat gesagt, dass er nicht die Absicht hätte, friedlich zu sein, also wird er eingesperrt. Bitte ruf Parker an. Glaubst du wirklich, dass sich das lohnt? Der ist für mein Büro. Der Kleine für die oberste Schreibtischschublade. Da findest du mein Adressbuch. Parker, unter P. Das ist reine Zeitverschwendung. Ja. Willst du aufs Klo? Nein, ich pisse an die Wand. Wir werden dich wahrscheinlich nach Hedgemere ausschicken. Sicherheitstrakt, hinter Schloss und Riegel. Geil. Das findest du gut? Da lande ich doch sowieso. Gibt es denn nichts, an dem dir was liegt? Wenn ich's euch sage, dann sagt ihr's ein. Shit.
Schon wieder so spät. Und morgen auch wieder. Es schert sich keiner um dein Protestieren, Trevor. Wirklich niemand. Niemand nimmt es zur Kenntnis. Nur du und dieser eisige Raum. Ja. Genau. Barry Giller und ich, wir sind wirklich nicht viele. Und sonst gibt es niemanden. Alle anderen kümmert das einen Scheißdreck. Ich gehe morgen Abend zum Autocrash. Warum kommst du nicht mit? Du stehst doch auf Autos. Warum nimmst du unser Freizeitangebot nicht an? Besser, als in diesem Loch rumzuhängen. Wer tut sich denn diese Wichser rein und ihre demolierten Autos? Ich zum Beispiel. Macht mir tierischen Spaß. Aus dem Heim macht auch jemand mit. Das gehört zu unserem Projekt. Leroy. Er ist ein guter Fahrer. Und ein Nigger. Nur wenn ich fahren darf. Okay. Immerhin besser, als mit einem geklauten Auto rumzukutschieren. Ist unwichtig. Okay, wenn ich fahre. Und bleibst du friedlich? Nur wenn ich fahre. Das ist nicht so einfach, das dauert Wochen. Augenblick, lass mich überlegen. Wenn ich ihn dazu kriege... Ja, warum eigentlich nicht? Das geht. Okay, ich arrangiere das. Aber du lässt die Finger von fremden Autos. Das ist doch ein faires Angebot. Keine Autos mehr ausleihen und keinem Koch in die Eier treten, okay? Keiner da. Ja, ist nicht so wichtig, Barry. Wir wollen jetzt alle zu Bett gehen. Komm, komm, los, gehen wir. Wichser, vereinigt euch. Was ist los? Warte. Trevor. Ich muss das nicht tun, Trevor. Ich muss nämlich gar nichts. Wenn du mich jetzt hängen lässt, bring ich dich um. Ich hol mir Verstärkung. Und zwar den Koch. Und die größten Schläger, die ich finde, diese vereinigten Wichser werden dich dann hier runterbringen und gemeinsam und in aller Ruhe machen wir dich fertig. Kapiert? Geil.
saß da unter Profis, weißt du? Fast alle anderen Typen, alle anderen Fahrer sind Profis. Die sind doppelt so alt wie du. Stimmt's, Leroy? Hm? Ja, ja. Beim letzten Rennen war es wie auf einer nebligen Autobahn. Schon wieder so spät. Na, morgen ausschlafen. Möchtest du Fisch und Chips, Leroy? Nein, danke. Haben mir schon ein paar Hotdogs eingezogen. Wenn du beim Projekt mitmachen willst, Trevor, lässt sich das regeln. Versuch's doch einfach mal. Du bist doch drin, Leroy. Ja. Dann fährst du regelmäßig Rennen. Klingt doch gar nicht schlecht. Kommst ins Team. Du brauchst dann keine Autos mehr zu klauen. Die gibt's da umsonst. Naja, wenn du sie klaust, sind sie ja auch umsonst. Aber darum geht's ja nicht. Die Polizei spendet die Autos für das Projekt. Gestohlene Wagen. Die haben sie nicht selbst gestohlen. Das sind nicht abgeholte Fahrzeuge. Willst du auch keinen Fisch mit Chips, Trevor? Komisch, jetzt finde ich meinen Schlüssel nicht. Nee, da auch nicht. Verloren, liegen gelassen. Nein, nicht. Zu spät. Verdammt, jetzt haben wir Onkel Hopkins am Hals. Alte Schrottkiste, der Motor ist mir einfach abgesoffen. Mhm. Irgendwo habe ich noch einen Zweitschlüssel. Ist immer noch das sicherste. Da kommt er schon. Hallo, Ray. Was ist denn los? Trevor und Leroy waren mit beim Projekt, Ray. Entschuldige bitte. Davon weiß ich nichts. Geht rein, Trevor. Leroy. Niemand erzählt einem hier was. Aber es ist eingetragen, Ray. Sieh doch mal nach. Für mich besteht immer noch die Regelung, dass die Tür ab 10:30 geschlossen ist. Ist mir völlig klar. Deine Fallbesprechung ist doch bald, nicht wahr? Was? Pass auf, was du sagst und pass auf, wohin du gehst. Und Finger weg vom Schwanz. Der Kleine hat mir nämlich ein bisschen zu viel zu melden, der kleine Ficker. Sieh mal, was ich hier habe. Zumachen. Mach sie zu. Wie heißt du? Aaron. Nachname, du Spinner. Duprey. Du was? Duprey. Thank you.
Wozu braucht man nur so viele Schlüssel? Woher hast du die denn? Clive, der Wichser, hat sie fallen lassen. Wo? Auf den Boden. Hier haben sie dich, du kleiner Wichser. Dein Fall, alles, was diese Fickärsche hier über dich gesagt haben. Für meine Fallbesprechung. Für deine Hinrichtung, Mann. Hier, deine Schule. Bericht der Schülerhilfe. Vertraulicher Bericht für das Jugendgericht betrifft Errol Dupre. Bericht des Schularztes. Schulleiterbericht. Verstöße gegen die Schulordnung. Auseinandersetzung mit Lehrern, Störung der Schulversammlung, Fußball einem Lehrer ins Gesicht geschossen. Genau umgekehrt. Rassistische Schimpfwörter? Wahnsinn. Taschenrechner durch Auseinandernehmen beschädigt. Vertrauliches Formular für die Einweisung in ein Fürsorgeheim. Von einem Fürsorgeheim war bisher nicht die Rede. Mein Vertrag von Errol Dupre. Ist das deine Schrift? Ja, der Vertrag. Schreibst du mit dem Hammer? Mit dem Kuli. Ich muss mich in der Hooper Street immer anständig benehmen. Ich muss den Angestellten und den Lehrern dort gehorchen und wenn ich nach Hause komme, muss ich meiner Mutter gehorchen und mich gut benehmen. Der Mutter und den Lehrern gehorchen. Ich muss jeden Morgen um 8 aufstehen, mich waschen, anziehen, frühstücken und meine Schulsachen packen, damit ich jeden Morgen um 5:09 da bin. Hast du den Schwachsinn geschrieben? Die zwingen dich dazu. Gezeichnet ihr ergebener Errol Dupre. Gutachterbericht über Errol Dupre. Deine Fallbesprechung ist doch bald, stimmt's? Kannst du lesen? Nicht besonders gut, nein. Du verdammter Barbar. Psychiatrischer Bericht. Auffallend ist die Beziehung zu seinem 20 cm langen Schwanz. Was? Die Zukunft. Es ist unwahrscheinlich, dass dieses Kind nach Hause zurückkehrt. Seine Mutter lehnt ihn ab, weil er ihr im Wege steht. Wenn man das berücksichtigt, bietet sich die Einweisung in ein Heim an. Wir schlagen eine Übertragung des Sorgerechts vor, zur weiteren Beobachtung und Einschätzung seiner Bedürfnisse. Du bist hier lebenslänglich, Mann. Was soll ich tun? Piss einfach drauf. Schmeiß es weg. Alles wegschmeißen. Los. Und wo ist deine Akte? Scheißegal. Letzte Schublade. Piss ich drauf. Drauf scheißen? Verdammt, scheiß doch drauf. Die krallen uns. Geil.
ist es nicht. Das auch nicht. Verdammt, wo ist es denn? Hier ist es. Mr. Schanner-Wichser. Verdammtes Pakistani-Schwein! Kanacke! Hau ab nach Hause, Wichser! Verpack die Schweine! Dreckspack! Wir wollen euch nicht, kapiert? Verdammte Schweine! Weiß! Verdammtes Pack! Stinkende Kanaken! Die verdammt noch mal nach Hause! Vergasen oder zurück nach Punjab! Verwichstes Ausländerpack! Zurück in den Dschungel! Oh, super. Hey, ihr! Zurückkommen! Hey, kommt zurück! Los, komm! Die haben uns gesehen! Kommt zurück! Scheißegal. Die haben uns gesehen! Scheiße, ich will keinen Ärger! Bald ist meine Feinde schreit!
Hallo? Hallo? Wer ist da? Hallo? Hallo? Okay, schon gut. Zweiter Stock. Komm rauf. Na, Sie sind aber früh aufgestanden. Was gabst du so blöde? Moment mal! Hey, erlauben Sie mal! Geh rein und mach die Tür zu. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Driver. Was ist hier los? Tut mir leid, John. Ich dachte, es wäre das Taxi zum Flughafen. Entschuldigen Sie bitte. Du Null, du. Du fährst weg, Harry? Geh rein. Und sprich bitte nicht so laut. Fährst du in Urlaub, Harry? Was willst du, Trevor? Was ist los? Ich werde mich stellen, Harry. Harry! Was soll das heißen? Harry! Warte hier und keinen Ton. Hey. Auf ihr jeden. Raus. Wenn du sie wächst, gibt's einen Tritt in den Arsch. Ich bin um 1 ins Bett gekommen, muss um 6 raus und bin ziemlich genervt. Ich warne dich, okay? Also, was ist los? Ich hatte Putz mit den Wichsern, zu denen du mich gebracht hast. Du hast dich dahin gebracht, nicht ich. Ich habe das monatelang hinausgezögert. Du verpisst dich in die Ferien. Schaffst du es nicht einmal, dich 2 Wochen lang allein zusammenzureißen? Also, wann bist du abgehauen? So um 1. Heute Nacht? Ah. Gut, dann rate ich dir, zurückzugehen, bevor es zu spät ist. Bei der Jobvermittlung habe ich das Fenster eingeschlagen. Was? Wann? Freitag. Donnerstag habe ich dich doch erst hingebracht. Die wissen nichts davon. Die Leute im Heim? Ja. Aber du sagst es mir. Genau. Großartig. Bist du schon so weit, Pa? Nein, noch nicht. Ich sag dir schon, wer wir los müssen. Hallo, Terry. Geh ins Bett, ich hab zu tun. Komm. Ich hab den Transit vom Heim geklaut. Wann? Heute Nacht. Und was noch? Ich hab mit Errol Steine geschmissen in das Fenster von Mr. Shanner, Wichser. Mami! Scheiße. Mami! Mami! Annie muss aufs Klo! Viv? Ich komme. Bei wem? In wessen Fenster? Der Parky-Wichser, der mich verpfiffen hat. Hast du dir bei Harrods auch die Fenster vorgenommen? Die habe ich vergessen. Wer ist... Wer ist Errol? Ein Negertürke aus der Anstalt. Ich habe ihn im Transit gelassen vor der Wache, habe ihn eingeliefert. Ist das alles? Ja. Ach nein, nein. Oh, beinahe hätte ich etwas vergessen. Ich habe auf meine Akte gepisst. Errol hat drauf geschissen. Und jetzt stelle ich mich, Harry, denn du als mein Betreuer verdienst die Belohnung. Wo hast du Errol eingeliefert? Bei welcher Wache? An der Schule Bradley Street. Du hast dir in die eigene Tasche geschissen. Sollen die sich drum kümmern? Die machen mich fertig, Harry. Die mögen mich nicht, Harry. Ich bin schon mal da gewesen.
Die wickeln mich in eine Matratze und verprügeln mich. Das hast du auch verdient, verdammter Idiot. Mit dem Transit habe ich ihren Streifenwagen zusammengefahren. Schick mich auf eine andere Wache. Deine Scheiße musst du auslöffeln. Du bist ein Arschloch, Trevor. Du bist der letzte Dreck. Richtig. Genau wie eure Anstalten. Nimm endlich den Finger von der verdammten Klingel! Was willst du? Spülen Sie endlich die Toilette! Ich hab geschissen! Ich hab dir doch gesagt, du sollst endlich damit aufhören. Ich bin ein jugendlicher Straftäter. Sie dürfen mich nicht einlochen. Ich kenne Sie. Tatsächlich? Nach der Festnahme dürfen Sie mich nicht einsperren, sondern müssen mich ins Beobachtungsheim halt schicken. Halt das Maul, hast du mich verstanden? Sie müssen sich um mich kümmern. Ich will was zu essen haben. Sieh dir den an. Setz dich und halt die verdammte Schnauze. Bulle Anson. Schnauze! Dein Gerichtstermin ist am Montag. Du kommst nicht in das Beobachtungsheim zurück. Du kommst direkt in die Jugendarrestanstalt oder zur Fürsorge. Und wenn du wieder rauskommst, warten wir am Tor auf dich, laden dich in unseren Wagen und bringen dich direkt hierher. Und dann nehmen wir deine Fingerabdrücke. Jetzt dürfen wir das nicht, denn du bist ja ein jugendlicher Straftäter. Aber wenn du erst in der Arrestanstalt warst oder bei der Fürsorge, dann werden wir dich festnageln. Wir haben dich jetzt. Und wenn wir deine Fingerabdrücke haben, werden wir dir jeden Kraftfahrzeugdiebstahl in dieser Gegend anhängen. Und das über Monate, das sind eine Menge Autos, kann ich dir sagen. Dann gehst du in den Knast und bleibst da für ein paar Jahre. Dafür sorgen wir schon. Klingt geil. Das kannst du doch ab, oder? Ist das alles nur Gerede? Zwei Dinge wirst du lernen müssen.
Zu Hause, in der Schule, bei der Arbeit, auf der Straße. Den Respekt vor der Autorität und die Achtung vor den Gesetzen, genau wie jeder andere. Das ist Disziplin. Die meisten Kinder wissen das, wenn sie so alt sind wie du. Und jetzt hältst du endlich die Schnauze.